Ein Beleg ist ein Teil, was nach innen umgeschlagen wird, was die Form von dem Armloch zum Beispiel nimmt, oder es gibt auch Halslochbelege. Genau, Reißverschlussbelege gibt es auch. Das ist ein Teil, was nach innen kommt und versteckt wird, um dann die Saumnaht und den Saum als Saum zu verschließen. Dafür werden die Teile hier vom Schnittmuster übernommen. Das heißt, ich habe das hier jetzt in klein für das Video, aber das ist bei dir natürlich, du nimmst die große Schnittteile, die Originalschnittteile. Was wir hier am Armloch brauchen, sind alle Schnittteile, wo das Armloch auftaucht. Das ist bei uns das Vorderteil. Wir haben bei dem Kleid immer oder die Bluse, bei der Bluse immer haben wir auch Rückenteil. Und wir haben auch die Schulterpasse. Also diese drei Teile, da ist das Armloch, das ist hier, hier und da. Das musst du erstmal recherchieren, sozusagen, rausfinden an deinem Schnittmuster, wo das ist. Und dann kümmerst du dich, nimmst du diese drei Teile. Jetzt nehme ich hier, ich markiere mir dann auch einmal meine Größe. Jetzt nehme ich einfach die äußere Größe. Und zeige dir an dieser Größe, wie das funktioniert. Das kannst du aber natürlich an jeder Größe übertragen. Ich male mir das einmal so, die Strecke und so, hier auch. Und hier. Der Beleg hat die Breite, die man sich wünscht. Also die definiert man selber. Das heißt, hier, ups, jetzt brauche ich noch meinen Stift da. Das heißt, der Beleg, der kann innen, kann das die Form haben, die du möchtest. Das kann von hier nach da gehen. Es gibt Belege, das kennst du vielleicht von manchen Blusen, wo Belege Armloch und Halsloch zusammen funktionieren und dann ist sogar sowas, also so, dass es hier auch noch zusammen verbunden ist, links und rechts. Also das ist dann ein Beleg, was für das Ganze, für den ganzen Bereich hier oben ist. Das gibt's auch. In unserem Fall wegen dem Halsloch hier, was ja eh separat funktioniert sozusagen, brauchen wir nur für das Armloch. Und da kann man definieren, okay, 5 Zentimeter breit ungefähr soll es werden. Also so parallel zum Armloch, ungefähr 5 Zentimeter. Genau, und 1 Zentimeter noch für die Nahtzugabe hier. Das heißt, insgesamt wird dieses Schnittteil, ein Belegschnittteil, 6 Zentimeter breit. Also wenn es zu klein ist, das kann man auch machen, aber das muss unbedingt dann abgesteppt werden oder von innen per Hand genäht werden. Man kann aber auch Belege so breit genug gestalten, dass man nicht überall eine Steppnaht machen muss. Das wird dann befestigt überall, wo eine andere Naht ist, dann wird es immer, also der Beleg ist innen und dann wird er an jeder Naht im Nahtschatten befestigt. Also bei uns wird es hier sein, an der Seite, hinten an der Schulterpasse. Genau, und überall und vielleicht noch ein bisschen punktiert per Hand, aber so, dass es von außen nicht sichtbar ist. Wenn du einen ganz schmalen Beleg machst, dann rutscht es immer raus und dann musst du es absteppen, was auch okay ist, aber das muss man erstmal wissen, ob man hier eine sichtbare Naht haben möchte oder nicht. So, okay, also wir haben definiert, es soll 5 cm breit werden plus 1 cm Nahtzugabe, also 6 cm breit. Und das übertragen wir hier 6 cm parallel zu, also jetzt ist es eh nicht das richtige Maß, aber dann machst du hier 6 cm überall mit einem Maßband oder Handmaß. So, also wird am Schnittmuster erstmal so
dargestellt, vielleicht farbig oder erstmal mit Bleistift und dann farbig. Und dann werden diese drei Formen übertragen auf einem Papierrest oder so. Also auf Papier oder auf durchsichtigen Folie, wie du willst. Also diese drei Teile werden übernommen. Ich schreibe auch immer drauf, was das ist. V-Vorderteilbeleg, also Ärmel, Armloch. Armloch, Vorderteilbeleg. Armloch, Rückenteilbeleg. Und Armloch, Schulterpasse. Beleg. Genau, also du sollst sie übertragen. Also du nimmst ein Stück Papier und gehst so die Form nach. So ungefähr, aber in schöner. Und schreib natürlich da auch nochmal drauf, was das ist. Und ich schneide das hier aus, weil ich brauche das Schnittmuster hier nicht mehr. Aber du brauchst deine Schnittteile natürlich weiterhin im Ganzen. Das heißt, diese drei Formen übernimmst du auf dem Stoff, auf dem Stück Papier. Dann werden die ausgeschnitten. So, Fadenlauf brauchst du ausnahmsweise nicht übernehmen, weil wir einen neuen Fadenlauf für dieses Schnittteil definieren werden. Also das ist eine ein bisschen aufwendigere Variante als das andere, klar. Das ist viel bisschen basteln und ja, ist einfach von der Verarbeitung ein bisschen aufwendiger, ist aber auch sehr schön. Diese drei Schnittteile, die wir jetzt kreiert haben, die werden wir zusammenfügen. Wir brauchen jetzt keine drei unterschiedliche Belege. Die wollen wir zusammenfügen. Ich habe also hier mein Rückenteil, die Schulterpasse und Vorderteil. Sozusagen jetzt so ein Schnittteil. Nur hier und da ist Nahtzugabe inklusive, also ist noch in Nahtzugabe drin und da auch. Um die zusammenzufügen, muss ich die überlappen, damit die Nahtzugabe verschwindet. Ich habe jeweils 1 cm Nahtzugabe, das heißt, überlappend tun sie sich 2 cm. Und hier auch 2 cm überlappen. Somit, also jetzt werden die natürlich aneinander geklebt und fixiert. Und somit habe ich jetzt ein Ärmelbeleg kreiert, ein Armlochbeleg. Genau, die Nahtzugabe, der Fadenlauf, Entschuldigung, Fadenlauf ist mehr oder weniger egal, denn es sind überall Kurven. Also du kannst den an der längsten Stelle hier gerade machen, da wo also vielleicht der Fadenlauf von der Schulterpasse oder so. Also das ist da nicht so schlimm. Hauptsache, es verläuft gleich links und rechts. Für beide Ärmel, also wenn du das zuschneidest, achte darauf, dass du deinen Stoff im Fadenlauf im Bruch legst und das da drauf legst. Wichtig ist für den Beleg, dass du einen Stoff verwendest, der relativ, ja, der entweder das ist der Hauptstoff, dann sieht man das auch eventuell, wenn irgendwo ein bisschen Luft ist, dass man da reinsehen kann, dann ist es auch der schöne Stoff drinne. Das sieht ganz gut aus. Oder du nimmst einen dünnen Stoff und vor allem vergiss nicht, dass es an der Achsel liegt und deswegen soll es auch eher eine natürliche Faser sein.